Seid gegrüßt, ihr elenden Grabräuber und eckige Bäulchenrundlutscher zum Beispiel. Wir sind letztes Mal hier, genau hier, stehen geblieben, genau hier, also fast genau hier. Hatten hier diese beiden Panther, Tiger, Löwen oder was auch immer es war, kalt gemacht, also eisekalt. Und diese Kugel von, ich glaube da oben, oder war es da oben? Da oben, von da oben, hier runtergeschoben. Ja, und dadurch hat sich uns jetzt dieses Tor eröffnet. Und da ist ein weiteres Kugelfeld, sage ich jetzt einfach mal, hier mit so einer Windrose-Hose. Windrose? Wenn man sich da drauf stellt, reicht das vom Gewicht her. Also Lara ist genauso schwer wie die Kugel. Und dann hebt sich auch dieses Tor da hinten. Aber wenn wir da hinrennen wollen, dann geht das nicht, weil das Tor wieder runterfällt. Ganz böse. Und da oben ist Magnethaken. Das ist eigentlich ziemlich cool. Und da oben ist nochmal so ein... Oh, da oben ist nochmal so ein Sternbild. Und sie hat hier irgendwas mit Griechen gefaselt, dass die darauf gestanden haben, auf die Sternzeichen. Aber wir sind natürlich schlau und rennen jetzt nach hier und werden diesen tollen Kugel hier, Kontrollpunkt erreicht, da hinten hinschieben. Das dürfte ja nicht so schwer sein. Das dürfte ja nicht so schwer sein. Ja, wir schieben die mal darüber. Ich habe immer noch so ein bisschen Probleme mit dem Steuern, aber eigentlich ist es ganz einfach. Wenn ich nach links steuere, dann schiebt sie natürlich die Kugel ein bisschen nach rechts irgendwann. Ja, doch, doch, doch. Muss da nur sich erstmal reinfinden. Ihr seht, wie gut ich das beherrsche. Und dann wird sich da hinten das Tor öffnen. Ja. Jedes. Wir lassen die Kugel mal wieder los, weil wir wissen ja nicht, was da kommt. Und ich glaube, es macht wenig Sinn, da jetzt wieder hochzugehen. Auf diesen Balkon. Weil ich glaube, von da sind wir gekommen. Und wir gehen einfach mal hier weiter. Und hier beginnt so ein Gang. Oh oh. Und dieser Gang verheißt irgendwie nichts Gutes, oder? Das sieht fast so aus, als wenn hier gleich irgendwas runtergerollt kommt, oder? Aber auf jeden Fall kommen wir hier tiefer. Das ist schon mal Fakt. Heppa, wir können nochmal springen. Lara springt ja nicht mehr sehr weit. Ihr müsst euch mal ein paar alte Videos anschauen, wie weit sie da springt. Und da ist ein Raum. Nur ich würde sagen, dann schauen wir uns den Raum mal an. Oh ja, und der ist sehr groß. Setzt ein Chor ein. Ein Chor. Ein Hard, also kein Hardcore, sondern ein Chor. Und da geht es ganz schön runter. Also wenn wir da jetzt runterfallen. Und wir gucken mal nach oben. Ach, da oben. Schön. Also diese Gebäude hier sind schon echt klasse gemacht. Da kommen wir, glaube ich, nicht rüber gesprungen. Aber hier. Hier kommen wir auf jeden Fall rüber. Das machen wir jetzt auch erstmal. Heppa. Ui, ja, ja. Fast gestürzt dabei auch noch. Ja. Wir können uns da an den Magnethaken hängen. Das würde gehen, wenn wir es vom Sprung her nicht schaffen. Von der Weite des Sprunges. Da ist ein Hebel. Boah, gigantisch. Also, mir wird immer mehr klar, ich habe dieses Spiel echt noch nicht gespielt. Ich dachte immer, was steht da? Hepatus. Hepatus. Ja. Ich glaube, wir springen erstmal hier rüber. Magnethaken in der Sicherung. Oh Mist, das hat nicht geklappt. Das hat nicht ganz geklappt. Schade eigentlich. Aber wir sind noch an der gleichen Stelle und dann können wir das gleich nochmal versuchen. Jetzt sind wir noch ein bisschen kürzer gesprungen. Und jetzt springen wir extra kurz. Warum geht das denn nicht? Wartet mal, ich habe eine Idee. Nochmal. Ja, das schafft sie locker. Und jetzt kann ich doch hier bestimmt... Ah ja, ich kann da ran. Und ich kann... Warum kann ich jetzt nicht an diesen Haken hier? Nee, ich will... Ah, falsch Knarre auch ausgewählt. Auch das noch. Das geht natürlich gar nicht, hier unsere teure Munition verbrauchen. Die stecken wir wieder schön weg. Na gut, dann erstmal hier. Tja, okay, Leute. Das klappt ja super. Dreimal gestorben innerhalb von einer Minute. Das ist schon stark. Das ist schon eine starke Leistung. Ich springe nochmal rüber. Dann gehen wir einfach... Ja, das hat sie jetzt wieder schön gemacht. Also da ist man auch ein bisschen stolz. Und jetzt können wir vielleicht ziehen mit E, ne? Ah! Und natürlich
Für Dumme steht's dran, dieser Steg ist etwas kürzer als dieser Steg und deshalb kommen wir jetzt hier auch locker rüber gesprungen. Hep. Und können dann einmal nach da weiter und nach hier. Ich würde aber erstmal sagen, hier. War knapp, war knapp. Ja, jetzt kommen wir hier hin und jetzt können wir hier an die Stange springen. Das sieht schon mal ganz gut aus. Damit können wir leben, damit können wir auch arbeiten. Ich kletter mal ein bisschen weiter nach außen, denn man weiß ja nie. Und jetzt passt das auch von der Peilung her, also von der, ne? Und ich will jetzt nicht zu lange dieses Schwingen zeigen, obwohl das sehr schön ist. Und jetzt wollen wir mal gucken, ganz vorsichtig. Ah, hier ist der erste Hebel. Ich hatte doch die anderen Waffen ausgewählt, oder war das, wo ich das letzte Mal gestorben bin? Ach, Mann, wieder eine schöne Schrotpatrone verschwendet. Benutzt doch mal den Hebel. Ja, genau. Und dann gehen die beiden Fackeln an und auf der anderen Seite geht das Tor auf und da kommen böse Fledermäuse raus. Die wir jetzt gleich erstmal... Wo sind sie? Wo sind sie? Na, wo seid ihr? Da unten können wir drauf zielen, okay. Aber wo sind die Fledermäuse hin? Ich renne mal hier runter. Da sind sie. Erledigt. Und da hinten ist irgendwie... Da können wir drauf schießen. Da tut sich aber erstmal nichts. Okay, also dieser Steak ist jetzt ein Stück ausgefahren. Steck mal die Knarre weg, Mädchen. Und ich glaube, wir können da hinten weiter. Warte mal. Wenn mich nicht alles täuscht, können wir uns doch hier runterfallen lassen. Ja, es täuscht mich nicht alles, wahrscheinlich. Genau. Okay. Kann man von hier schon direkt rangesprungen? Nee, das wäre ziemlich dämlich, nämlich da jetzt irgendwie rüber zu springen. An die Kante ran, ja, super. An die Stange hier. Oh, nee, geht auch nicht. Batz, Mist. Mist, 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 Mist. Alles nochmal von vorne? Nee. Wo sind sie? Die Brüder. Also unten können wir drauf schießen. Hier kommen sie durch die Decke. Ab durch die Decke. Wir gehen hier mal wieder ein bisschen runter und dann können wir die auch erschießen. Genau. Ja, es ist so ein bisschen eine Testaufnahme hier. Das Ganze auch nebenbei, ganz nebenbei, erwähnt. Wie kommen wir jetzt hier runter? Weil ich glaube nicht, dass wir uns da an der Kante festhalten können. Und da an der Kante schon mal gar nicht. Okay. Ich kann wieder zurück. Ich kann aber auch hier wieder zurück. Und ich kann hier auf diese Dinger schießen, was mir allerdings irgendwie nichts bringt. Alles klar. Aber passt auf, wir können da auch... Ah, ich glaube, ich ahne was und weiß was wir machen können. Wir springen erstmal hier an die Stange und dann wieder hier ran. Zack. Dann hier rüber. Gehen ein wenig zurück, aber nur ein wenig. Und springen hier rüber. Und dann da an die Kante, da waren wir nämlich noch nicht. Und dann kommen wir vielleicht da zu dem anderen Schalter. Wow. Okay. Wow, wow, wow. Ich lasse mich mal runterfallen. Das klappt schon mal ganz gut. Dann sind wir hier auf der Ebene. Alles klar. Ja, ich muss selber erstmal ein bisschen gucken, wo wir hier lang müssen. Wie eigentlich immer in dem Spiel, ne? Es gehört ja zum Spiel, dass man immer gucken muss, wo man lang muss. Und hepp. Ah, Mist. Ach, Mist. Ach, nicht normal, die ollen Fledergemäuse. Am nächsten Mal machen wir alles besser. Töten sie aber die Fledermäuse. Also ihr könnt immer die Szenen, wo ich dann Loser, überspringen. Wir sind glaube ich hier lang, ne? Genau. Hep, hier ran. Bisschen nach innen, nicht, dass wir da außen vorbeispringen, weil ich glaube, wir sind jetzt hier in diesem Saale schon sehr oft gestorben. Ja komm, spring, Mädchen. Schon sehr oft gestorben und das wollen wir natürlich so nicht fortsetzen, nicht wahr? Das ist echt schick hier. Das gefällt mir echt gut. Da hinten ist noch so ein Gang. Ah, da kommen wir wahrscheinlich erst dran, wenn wir ein bisschen weiter runterkommen, ja. Jetzt runterfallen lassen, genau. Jetzt müssen wir mal genau gucken, weil hier fallen wir auf die Schräge. Da dürfen wir wahrscheinlich nicht zu nah an die Wand ran, oder? Ah, na komm, pass mal auf. Wir machen das nochmal anders. Ich gehe hier mal rüber. Hat hier eben auch so gemacht, aber, ne? Ihr wisst schon. Und dann gehen wir hier mitten drauf.
damit wir diesen Sprung nach hinten jetzt schaffen, genau. Also loslassen und springen. Hep, geschafft, ja, klar, natürlich. Und dann sind wir im Grunde hier, können uns jetzt hier wieder fallen lassen. Hier jetzt aber locker hochklettern. Moment. Na, erstmal noch ein tiefer. Manchmal muss man noch ein bisschen weiter runtergehen. Kennt ihr ja den alten Kamellenkrams, den ich immer so erzähle. Manchmal muss man einen Schritt zurück machen, um einen Schritt nach vorne zu gehen. Ja, ich sehe, dass da eine Stange ist. Ja, sehr dumm, wenn sie jetzt direkt nach hinten springt. Ich glaube, wir gehen ja erstmal ganz runter. Oder ist hier irgendwas? Ja, ganz runter ist auch blöd. Ah, jetzt kommen wir nicht mehr hoch. Wow, schnell festhalten. Jetzt kommen wir nicht mehr hoch. Wir könnten nach ganz unten hingelangen. Ja. Vielleicht machen wir das erstmal. Aber ich denke nicht, dass das Rätsels Lösung ist von diesem riesigen Saal. Doch, da ist auch noch ein Schalter. Warte mal. Heppa. Ja, okay. So langsam wird mir klar, um was es hier geht. Ja, komm. Ja, es war schon ein ziemlich tiefer Sturz. Und wir können die zweiten Feuerhörner anzünden. Damokles, oder was stand da jetzt? Habe ich jetzt nicht ganz genau erkannt. Ja, wir könnten natürlich erstmal noch weiter runter. Da fällt man dann noch nicht mehr so tief. Hier im Grunde warten natürlich meistens immer irgendwelche arschigen Gestalten auf uns. Objekt. Okay. Hat es jetzt aufgenommen? Ich glaube schon. Nein. Ah, okay, wir haben noch ein. Ah, da, okay. Das ist im Grunde die Halle. Das ist ja das, was wir, Qualopex, Artefakt. Das haben wir ja im ersten erbeutet. Das können wir natürlich darauf nicht anwenden. Hier sind... Was ist das denn? Ich gucke mir das mal ganz genau an. Das sind irgendwelche Schlüssellöcher, habe ich so den Eindruck. Okay. Und was liegt hier oben drauf? Ah, ein bisschen Schrotmunition, kann nicht schaden. Nehmen wir uns mal mit. Und hier oben ist auch noch so eine Art Schalter. Okay. Okay, okay, okay. Wir werden das schon irgendwie rauskriegen. Da ist auch noch ein Hebel. Ist auch noch ein Hebel. Atlas. Mhm. Ach, das sind die Göttersymbole anscheinend. Und eben habe ich ganz kurz eine Leiter gesehen. Habt ihr die auch gesehen im Video? Wenn ich zurückspule, ne? Die war genau hier. Ja, das bringt uns jetzt nicht ganz so viel, weil hier kommen wir, glaube ich, nicht hoch. Nee. Wir müssen jetzt einmal sehen, wo wir hier zurückkommen. Interessant, interessant. Hier ist so eine Art Klotz. Da können wir schon mal ranspringen. Das ist gut. Und von dem Klotz müssen wir jetzt auch irgendwie weiterkommen, schätze ich mal. Hier rüber? Ja, genau darüber. Ja, es geht voran. Da können wir jetzt an die Leiter ranspringen, genau. Heppa. Und klettern jetzt im Grunde in dieser Säulenkonstruktion in der Mitte hoch. Was ja schon mal nicht schlecht sein kann eigentlich. Ich würde sagen, wir gehen hier hoch und springen dann darüber. Das dürfte von der Länge, von der Distanz machbar sein, genau. Ja, ich muss selber erstmal gucken jetzt, ne? Also die Stufen, wo man ranspringen kann, sind ja immer so ein bisschen heller gekennzeichnet. Komme ich nicht ran? Klar, Mädchen. Was? Kommst du nicht dran? Ne, zu hoch. Und ich finde, das schadet eigentlich, dass man die Kamera immer nicht so nach hinten drehen kann weiter. Da kann ich nicht rüber. Ah, Moment. Da vielleicht? Ja, da komme ich hin. Manchmal ist es ein bisschen verwirrend. Man denkt immer, man kommt da nicht rüber. Und kann das dann aber doch schaffen. So. Da an die Kante kann ich nicht springen, aber vielleicht komme ich darüber gesprungen. Ja. Ja, wir asten uns jetzt wieder ganz hoch. Erstmal, dachte ich so. War jetzt so mein Plan. Da hinten ist auch wieder eine Leiter. Da hinten ist auch wieder eine Leiter.
Weil hier kommen wir nicht weiter, aber dort hinten gelangen wir vielleicht an die Leiter. Hahaha, ja. Okay, ich bin ja schon still. So, hier ist eine Leiter. Da kommt man eventuell rüber. Da hinten kann man irgendwie draufballern. Ah, da fällt die Brücke raus. Und das fällt runter. Da ist eine Brücke rausgefahren. Und war nicht auf der anderen Seite auch noch irgendwas, wo man draufballern konnte? Gibt es hier nicht noch irgendwas, wo man draufballern kann? Nein. Steck weg. Gewalt ist keine Lösung. Du weißt es doch, Lara. Du weißt es doch. Kommen wir da jetzt rüber gejumpt? Ich glaube mal, ja. Wir versuchen es einfach. Aber es bringt uns nichts. Da kommen wir dann zwar zu dem Ding hin, also zu diesem Schieße-Ding, aber das bringt uns ja gar nichts. Deshalb würde ich sagen, wir gehen erstmal hier rüber. Wow. Ja, ich habe die, damals bei dem T-Rex-Kampf hatte ich die, warte mal, zurück. Zurück. So. Nein. Zack. Jetzt mal ziehen. Ja, wir randalieren jetzt hier ein bisschen. Ich hoffe, das ist für euch okay. Da kann man... Die haben wir schon ausgefahren. Und kommen wir jetzt irgendwie darüber? Kommen wir jetzt hier rüber? Gesprungen. Ja. Hier kommen wir hin. Und pass auf. Dann springen wir hier drauf. Das ist nämlich jetzt machbar. Hahaha. Ho, 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 ho. Und dann können wir jetzt hier runter. Und darüber, genau. Ja, ich muss auch erstmal selber gucken. Es ist ja immer so, man muss immer mal schauen. Genau. Hier ist ein kleiner Erker. Erker. In dem aber nichts gelagert ist. Also da hat sich keiner die Mühe gemacht, da irgendwas reinzupacken. So, stopp. Ja, daran springen ist keine schlechte Idee. Hep. Puh. Runter. Ah ja, ist gefährlich, ne? Ja, siehst du, wusste ich's doch. Weil hier kommen wir jetzt auch nicht, glaube ich. Ah, warte mal. Ah ja, schön Kopfstand. Das hat sie immer noch drauf. Jetzt bücken wir uns mal ein bisschen. Genau. Und dann sind wir auf der anderen Seite und können uns jetzt hier. Nein, nicht bücken. Ja. Man muss erst ganz an der Kante stehen, indem man sich da runterfallen lassen kann. Und das Schöne ist, hier ist noch nicht offen. Hier ist noch nicht offen, aber wir wissen, wie wir da hingelangen. Ja, wir wissen, wie wir da hingelangen. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Warum ist hier nicht offen? Weil wir irgendeinen Hebel noch nicht gedrückt haben. Jetzt guck. Ja, ich versuche gerade mal hier ein bisschen. Warte mal. Da ist auch noch so eine Brücke, die rausfährt eventuell. Ah, das bringt uns alles nicht sehr viel. Hm. Und weiter kommen wir hier auch nicht, ne? Nee. Nee, da haben wir noch irgendwas noch nicht gelöst. Da haben wir irgendwie irgendeinen Hebel noch nicht gezogen. Der den Hebel zieht. Nein, nicht Magnethaken bücken. Genau, sowas. Jo, hier lassen wir uns wieder runterfallen. Und jetzt sind wir, glaube ich, so ziemlich am... der Welt. Weil da oben kommen wir jetzt nicht mehr hoch. Da kommen wir nicht mehr rüber. Hier kommen wir nicht mehr weiter, ne? Huh, eine aussichtslose Situation, ne? In der sich Lara jetzt gerade befindet. Eieieiei, sag ich da nur. Ja, hier guck mal. Ich versuch mal was. Vielleicht kann man da hinten an irgendeine Kante springen. Ja, toll. Hier komme ich ja nicht weiter, genau. Genau, hier war das ja, wo ich nicht weiterkam. Aber wie komme ich jetzt da hoch? Hm. Und wie komme ich zurück? Und überhaupt? Ja, das ist Fragen über Fragen. Wahrscheinlich bleibt uns da echt nur hier der Freitod, um irgendwie aus dieser Situation jetzt rauszukommen. Denn wir kommen hier oben, glaube ich, nicht angesprungen. Nein, zu hoch.
Hier kommen wir zwar runter. Und dann kommen wir hier aber schon lange nicht hoch. Ja. Toll. Versuchen wir da rüber zu springen. Meh. Was? Ja, das war mehr oder weniger jetzt freiwilliger. Freiwillige Selbstauflösung. Jetzt sind wir wieder hier unten. Das ist sehr schön. Darauf können wir auch nicht schießen. Das ist immer so die letzte Lösung, ne? Ach, wenn ich nicht weiß, dann ballere ich erstmal drauf. Aber das bringt uns natürlich nicht weiter. Ganz klar. Knarren wegstecken. Ja, ich kletter jetzt hier nochmal hoch. Da hinten den Hebel haben wir gedrückt, ne? Ja, genau. Die Fackeln haben wir angemacht. Wir haben hier auch einiges einstürzen lassen. Und warte mal. Wie ist denn das da mit dem... Ich denke mal, wir müssen hier alles irgendwie rausziehen, was geht. Ja, da kommen wir jetzt an die Säule rein. Versuchen wir das mal. Wie war es nochmal? Jetzt hier rüber. Genau. Also wir müssen auf die erste Ebene rauf. Moment. Zur Leiter. Nimm die Leiter. Nimm die Leiter. Die bringt dich weiter. Und dann gucke ich auf die Uhr und sehe, oh, schon wieder eine Folge um. Und wir haben gar nicht so doll jetzt was geschafft. Aber mal gucken, wenn wir jetzt hier rüber springen, ob uns das irgendwie weiterbringt. Dann können wir theoretisch daran... Das Tor offen. Das könnten wir packen. Liebe Leute. Zack. Ja, das hat schon mal gepasst. Dann hier rüber. Aber jetzt gar kein großes Fehler lesen. Das wird jetzt hier in 1 durchgeklettert. Die ganze Aktion. Ja, da kann sie anfassen. Da freut sich dann auch. Und dann klettern wir hier hoch. Zack. Hier drauf. Geht drauf. Ach, Seitenansicht. Auch nicht schlecht. Lara Croft in Seitenansicht. In einem 2D. Jetzt geht's hier durch. Sieht doch nichts weiter. Und wir sind hier in einem Saal. Und wir haben einen Kontrollpunkt erreicht. Wie schön. Das freut mich sehr, denn dann kann ich jetzt nämlich sagen, Leute, gehabt euch wohl. Zockt weiter schön hier Tomb Raider und andere Konsorten. Und wir sehen uns in der nächsten Folge genau hier. Wieder mit der talentierten Lara Croft und ja, mit dem alten Opa, ne? Kennt er ja. Und dann gehen wir genau nach da weiter. Also, auf Wiedersehen.